Es gab einmal eine Zeit, da waren sie nichts als eine winzige, unsichtbare Zelle. Diese Zelle teilte sich und wurde zu einem Körper aus Fleisch und Blut. Später wurde daraus ein sehendes und fühlendes menschliches Wesen. Sie wurden größer. Jedes Jahr sah ihr Gesicht anders aus. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was für ein großes Wunder das ist? Oder haben Sie nie darüber nachgedacht, dass alles im Universum nach bestimmten Mengen und Maßen erschaffen worden ist und dass in allen Dingen völlige Ausgewogenheit herrscht? Oder dass die Erde, auf der wir leben, sich mit einer Geschwindigkeit von 1670 Kilometer pro Stunde durch das All bewegt? Haben Sie jemals bedacht, wie die verschiedenen Pflanzen, die die Erde zieren, erschaffen wurden? Wie aus dem schlammigen Boden die Früchte wachsen, mit ihrem Geschmack und Duft und den Farben, die den Menschen so sehr gefallen? Dass die Schalen der Früchte eine wundervolle Verpackung sind? Haben Sie jemals daran gedacht, dass eine nahende Naturkatastrophe Ihre Stadt verwüsten und Ihr Heim in einem einzigen Moment zerstören könnte, dass Sie all Ihren Besitz in ein paar Sekunden verlieren könnten? Dass Ihr Leben sehr schnell vorübergeht, dass Sie eines Tages alt und schwach sein werden, dass Sie Ihre Gesundheit und Ihr gutes Aussehen verlieren werden, dass der Tod, von dem Sie nicht wissen, wann er kommen wird, auch zu Ihnen kommen wird, wie zu jedem anderen auch. Allah hat den menschlichen Verstand zum Denken geschaffen. All diese Dinge sind nur einige wenige von den vielen Dingen, über die die Menschen nachdenken sollten.